Die drohende Klimakatastrophe ist mit Sicherheit die grösste Bedrohung für unsere Generation. Bis heute blockieren die grossen Lobbys, Erdöl, Auto, Finanzbranche, alle griffigen Massnahmen. Das können wir nicht mehr zulassen. Wir brauchen eine Politik, die aufsteht und sagt, es geht jetzt um die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Wir brauchen klare Massnahmen im Bereich des Verkehrs, im Bereich der Finanzindustrie, im Bereich der Gebäudesanierung. Für das stehen wir hin, für das will ich Politik machen.